Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jurassic World Evolution. Und wir starten ins Experiment bzw. in die Aufgabe Raptor-Gehege. Und das werden wir jetzt endlich machen. Wir haben zwei Raptoren schon mal fertig. Und lassen die mal frei. Okay, der sieht ziemlich frech aus. Okay, Leute, jetzt müssen wir uns aber auf Raptoren jeden... Raptoren haben einen schlechten Ruf, weil niemand versteht, dass sie Alpha-Raubtiere sind. Unser Job ist es ihnen, den Raptoren zu zeigen, dass wir ebenfalls Alpha-Raubtiere sind. Okay, so, jetzt müssen wir uns aber beeilen. Kommt auf die Liste. Weil das ist ja nur ein kleiner Zaun und so wie ich die kenne, können die da drüber springen. Hundertprozentig. Der ist ohne Strom, ohne alles. Ich würde das nicht wundern. So. Das ist der sandfarbene. Leute, die Jurassic World geguckt haben. Oh, der hat daneben geschossen. Oh, der schießt die ganze Zeit daneben. Da ist ein Pfeil, da ist ein Pfeil. Die hatten doch auch bestimmte Farben, oder? Diggi, triffst du auch mal? Der schießt ja nur noch daneben. Morphia, Papa regelt. Weil der steht so ja extra nur da. Ja, ja, wie die heißen, weiß ich. Aber Farbe? Charlie war braun? Das wollte ich wissen, genau. Okay, ihr könnt nach Hause. Charlie war braun, dann ist das hier Charlie auf jeden Fall. Charlie, so. Charlie ist braun. Charlie Brown. Hey, verstehst du? Charlie Brown. Ha. So. Okay, dann brauchen wir hier aber jetzt das Transportteam. Okay, Leute. Zack, auswählen. Und den bringen wir in ihr Gehege. Und zwar in das hier. Zur Abholung des Produkts unterwegs. Sehr schön. So, dann brüten wir gleich das nächste aus. Den nächsten Raptor. Zack. Den möchte ich aber nicht modifizieren. Genau, doch, der ist aber noch modifiziert. Das möchte ich bitte nicht. Die lassen wir normal. Teuer genug, die Viecher. So, Raptor wird abgeholt. Da, Charlie wird transportiert, Leute. Ab ins Gehege. Das bedeutet, wir lassen den nächsten frei. Ah, der ist ein bisschen heller. Der ist ein bisschen rötlich. War einer von denen rötlich im Film? Der ist heiser. Er ist heiser, Leute. Das ist Echo. Okay, dann ist das Echo. Wir machen das wie im Film, Leute. Wir machen das wie im Film. So. Da brauchen wir wieder den Heli. Da fliegt der andere. Wie Echo war braun. Ihr müsst euch schon einig werden, Leute. Ihr googelt das, nicht ich. Oh, das wird schwer. Daneben. Ich muss höher, ich muss höher. Alter, wohin zielt? Jetzt. Was? Das war doch getroffen. Durch dieses Laggen ist das halt echt eklig. Ey, Heli, halt still jetzt. Komm auch nicht tiefer, das ist krass. So, jetzt, komm. In die Schwanzspitze. So, wie sieht's mit dem Transport aus? Hey, wo ist denn jetzt mein Raptorgehege? Hier. Da ist er. Da ist Charlie.
Okay, da gucken wir gleich mal. Das heißt, wir brauchen wieder den Transporter. Zack. Wow. Falls ich leicht zu beeindrucken wäre, würden Sie es mit diesen Zahlen schaffen? Was für Zahlen? Dahin. Unterwegs, um Produkt einzusammeln. So, und dann brüten wir gleich den nächsten aus. Das wird auch ein normaler. So. Wie jetzt? Jetzt sag doch mal, jetzt schreibt mir noch mal jeden Namen mit der dazugehörigen Farbe. Sonst kommen wir hier, das muss schon seine Richtigkeit haben, Leute. Da bin ich sehr penibel, das wisst ihr. So, hier, den müssen wir wieder losschicken. Am besten noch mal diesen Trago-Dingsbombs. Den machen wir nämlich als nächstes. So. Okay. Raptor im Anflug. Also Echo ist braun. Das heißt, aber wohl, warte mal. Aber der hier. Boah, wie viele Ziegen hier rumrennen. Boah, die sind schon ganz geil. Guck mal. Okay, die kriegst du auf jeden Fall. Da kriegt man ein Foto hin per Jagd. Wir gucken die gleich uns mal an. Hat er die Ziege eiskalt weggeballert. Aber wisst ihr, was das Problem ist? Ich glaube, die fressen die gar nicht, wa? Na doch. Okay, er frisst. Ich wollte gerade sagen, nicht, dass die nur aus Spaß töten. So, da kommt der nächste. Jetzt gucken wir die mal an, was das Terrain sagt. Das Terrain. Ah, die brauchen mehrere Sozial, aber der Rest haut hin. Okay, nur noch Sozial und das haben wir ja, wenn wir 4 Stück machen. Das haben wir ja. So, na dann. Na, der ist schon ziemlich rot hier. Im Vergleich zu dem anderen. Guck mal, jetzt liegen hier überall tote Dings rum. Okay. So, dann holen wir mal die nächsten noch. Dürfte ja fertig sein. Ja. Freilassen. Der ist nicht heiser. So, das bedeutet hier wieder Heli, Hubschraub, Schraub. Die wieder da. Ah. Muss ich permanent losschicken. Schade, dass man da nicht einen automatischen Abgang machen kann. Also eine Abfolge, ihr wisst schon, Ablauf. So, also Hubschraub, Schraub. So, Operation läuft bis jetzt ganz gut. Die Raptor Familie zu gründen hier. So. Okay, und Feuerwerk. Halt an, halt an. Schade, fast. Digi. Der kommt. Sehr schön. So, ab zum Transportunternehmen. Schon wieder eine Krankheit. Warte, ich muss erst transportieren lassen. Velociraptor und ab ins Gehege. Zack, dahin. Anfrage zur Produktabholung erhalten. So, wer ist denn krank schon wieder? Da, oi. Olga oder Helmut? Nee, Harald. Komm mal raus aus dem Busch, ich sehe dich nicht, Kollege. Das ist tatsächlich Harald. Harald ist krank, Leute. Hm.
Aber habe ich das schon? Ja doch, dürfte ich ja schon entdeckt haben. Ranger-Station war da. Team 1. Aufgabe hinzufügen. Harald behandeln. Können wir das selber machen? Komm, wir machen das selber. Bisschen Action hier. Harald ist krank, Leute, ja. Harald ist richtig krank. Harald geht's gar nicht gut. Da können wir gleich mal auffüllen. Ey, wo guckt er denn hin, Alter? Nach hinten, obwohl vor uns der Dino steht. Was ist denn mit ihm verkehrt? Ab und zu hat's ein paar Tonfehler, oder? Da kam gerade auch schon wieder kein Schreien von Harald. Oh, der ist erfolgreich behandelt. Harald, gute Besserung. Da rumfliegt der Raptor. Bisschen Soundbugs hat das gerade. Ach, fahrt selber nach Hause. Fahrt selber nach Hause. Ein paar Soundbugs hat er. Sie muss das danach mal neu starten. Muss das dann mal nach der Aufnahme neu starten. Oh, leckt's kurz. So, okay, der letzte Raptor. Hauen wir den letzten Raptor raus. Freilassen. Da hört ihr den Sound, die Soundbugs. So richtig abgehackt. Da, und da müsste eigentlich Sound kommen. Okay, Kollege Schnürschuh. Dann wieder ab zum Heli. Heli fliegen. Hätte ja auch so schön sein können beim ersten Mal treffen, weißt du? Gibt's doch nicht, der weicht mit Absicht aus, ich sag's euch. Treffer! So, einmal Transport bitte. Und... Kann man den auch fliegen eigentlich, den Transport-Dings? Nee, wa? Den Transport... Flieger kann man nicht fliegen. Ne. Sehr schön. Haben wir die Raptor Family zusammen. Produkt wird eingesammelt. Sehr schön. So. Harald, geht's wieder gut? So, Forschung. Wir haben 2 Millionen. Das werden wir, heißt, wir machen uns jetzt mal die Bümmelbahn. Da habe ich richtig Bock drauf. Halt. Da. 5 Minuten. Easy. Sehr schön. Dann schicken wir die hier wieder auf Reise. Einmal den hier noch wahrscheinlich. Dann haben wir den nämlich auch bei 100, oder? Dürfen wir da jetzt schon gut hoch haben. Ja, 81 schon. Deswegen habe ich den jetzt nebenbei immer gemacht, damit der hochgeht. Nein, nicht Harald. Ach, Harald geht's wieder gut. Alles gut. Alles easy. So. Da kommt der letzte Raptor. Da müssen wir gleich nochmal gucken wegen den Farben und den Namen. Das muss alles seine Richtigkeit haben, Leute. Da bestehe ich drauf. Dass die Raptoren hier richtig benannt sind und dass es denen gut geht. Okay, der macht gar keine Geräusche. Muss echt das Spiel mal neu starten. War eigentlich ein großes Gehege für... Ja, den hier, den muss ich auch noch einen Namen geben. Ja, aber ein bisschen Unterschied siehst du, gucke, der hat den ganzen, der ist ein bisschen heller als der hier. Weil der hat diesen Wüstenfarben-Gen-Manipulationsdings. Wo ist der rote? Da. Rot war Echo, habt ihr gesagt, oder was? Na, ist eher orange anstatt rot, aber...
Und der ist auf jeden Fall sandfarben. Was? Die Farben passen nicht zum Film. Mach oder auf jetzt. Ui. Die begrüßen den neuen. Okay, wer fehlt jetzt noch? Echo haben wir, Charlie haben wir. Was ist das hier? Blue? Und das hier. Wer fehlt noch? Charlie, Echo. Ach, Delta, wa? Delta. So, haben wir die alle aus dem Film zusammen. Nice. Aber eigentlich müsste das hier Blue sein. Also klar, der ist nicht blau, aber das ist der einzige, der eine krassere Farbe hat. Sehr schön. Haben wir, guck mal, haben wir den, das Raptor-Gehege auch fertig. Nicer Scheiße. So. Okay, nächste Aufgabe wird sein, hier drüben diesen... Aber da muss ich das auf jeden Fall wieder abreißen, ich Trottel. Ich hab das voll verwechselt vorhin. Mit dem Raptor-Gebäude. Brauchen wir ja gar nicht. Jetzt rennt da eine Ziege rum, einfach so. Zwei sogar. Egal. Die Ziegen bleiben da drin. Ist mir scheißegal, Leute. Ist mir scheißegal. Aber was mir einfällt, ich brauche auf jeden Fall noch diese Wetterstation. Hier drüben. Damit die nichts. Damit hier nicht auch der Blitz einschlägt. Jetzt noch ein Schwein, so wie im Film. Ja. Gibt's leider nicht. Es gibt leider nur Ziegen. Aber die Raptoren sind schon ganz geil. Aber ich finde den roten eigentlich echt fett. Der rote gefällt mir am besten. Charlie, Blue, Echo, Delta. So, haben die alles gut? Ja, guck mal. Einen könnte man sogar noch reinsetzen. Aber sonst geht's denen gut. Grasland, Wald. Passt doch. Sehr schön, Diggi. Sehr schön. Okay. Ja, jetzt verteilen sich die Leute, die Menschenmengen nämlich auch ein bisschen. Die laufen jetzt extra hier hinter und hier ist kein Dino drin. Aber hier könnte man eine Brutstation reinmachen, oder? Komm, hier machen wir eine Brutstation rein. Wir haben schon wieder eine Mille. Wieso geht das hier nicht? Sag mir nicht wieder wegen dem Gelände, Alter. Das finde ich echt ein bisschen doof, dass das wegen dem Gelände dann nicht funktioniert. Da ging's. Das raff ich echt nicht. Nur weil das da Terraforming-mäßig nicht so geil ist. Geil, wir können die Bimmelbahn bauen. Aber das ist doch scheiße. Aber so rum ist richtig rum und es geht trotzdem nicht. Was? Gab es jetzt eine Sturmwarnung? Oh. Ist kaputt. Strom kaputt. Was ist denn hier? Ranger-Station. So, die stürmen da alle rein. Wie viele Besucher haben wir denn? 1600. Alter, aber richtigermaßen Sturm. Die trampeln sich doch. Hä?
Warum haben die aufgehört, da reinzugehen? Verstehe ich nicht. Weg nicht verbunden. Jo, das machen wir jetzt. Und zwar da. Und Strom brauchen wir noch einen Verteiler. Da. Anja, Alter, Dankeschön. Willkommen im 10. Monat Sub. 10 Monate schon. Woo! Dankeschön. Vielen, vielen Dank. So. Dann brauchen wir hier noch Gehege und dann ist das hier auch fertig. So, nice, dann ist das schon mal fertig, das Gehege. So, was denn jetzt hier? Strom. Oha. So. Señoras y señores, como medida de precaución y por su seguridad, diríjanse al refugio más cercano. Wer an der Lied hier? So, also Ranger-Station, Team, Aufgabe. Kümmere mich um Reparatur. Füge Aufgabe hinzu. Ah, okay, die können immer zwei machen. Aufgabe hinzufügen, eins. Anfrage bestätigt. Wow, ist da der Zaun kaputt? Oh oh. Noch haben es die Raptoren nicht gerafft. Da kommt er an. Ja, mach mal sofort den Zaun ganz, ey. Okay, das ging schnell. Ah, der guckt schon da. Wow. Blue, Alter. Vor mit dem Kopf dagegen gerannt. Habt ihr das gesehen? What? Die Raptoren randalieren, Leute. Die Raptoren randalieren. Krass. Anfrage erhalten. Reagiere auf Reparatur. Die sind ganz schön gewalttätig, die Raptoren. Oh, wie geil das gerade aussieht. Die hacken im Plan aus, Leute, ich sag's euch. Señoras y señores, como medida de precaución y por su seguridad, diríjanse al refugio más. So, Sicherheitsraum, bitte öffnen. Liebe Gäste, wir möchten uns für alle Unannehmlichkeiten entschuldigen, die während dieser unglücklichen Ereignisse entstanden sind. Ich glaube auch nicht, dass der Zaun für die reicht, wenn die da schon immer gegenspringen. Aber eigentlich meint's nicht der reicht. Eigentlich müsste der reichen. Ist er wieder gegengesprungen, oder was? Ne, ist ganz. So, okay. Dann als nächstes wollten wir diesen anderen da machen. Lass uns die beiden noch extrahieren. Und dann machen wir das Vieh mal. Den sollen wir mit erweiterter Haut machen. Machen wir auch. Und dann forschen wir mal neue. Hier, der müsste neu sein. Der Coritosaurus. Coritosaurus. Gucken wir mal, wenn das fertig ist hier.
11 Sekunden. So, die brauchen auf jeden Fall da drüben aber noch Futter. Die brauchen hier noch Futter. Und die Bahn müssen wir auch noch bauen. Geil, auf die Bahn habe ich richtig Bock. Es ging doch da gerade. Geht doch. Oder mal zwei mit Absicht. Und hier werden wir für die Leute auch nochmal einen Schutzraum bauen. Und was zu essen. Okay, was zu essen fällt wahrscheinlich flach. So. Eigentlich ganz gut abgesichert hier so von den Stromfangdingern. So, habt ihr den Zaun wieder irgendwo kaputt gemacht, ihr Säcke? Vielleicht reicht er echt nicht aus, ich weiß es nicht. So. Forschung müsste durch sein, oder? Zeig mal. Was hat er jetzt? 92, komm. Go. Und den sollten wir mit krasserer Haut machen, oder? Mit Hautmodifikation. Welche waren jetzt die geile? Die erste hier war. Die war die rote. So. Zähigkeit der Haut. So, und hier können wir entweder machen Belastbarkeit oder Lebenserwartung und Belastbarkeit. Geht halt 7 runter, ey. Krass, und hier nur 1. Gute Verdauung. Die kriegen eine richtig gute Verdauung, Leute. Da machen wir gleich mal 2 von. Und hier haben wir noch ein Ausbrütungstempo rein. Und Erfolg. So, dann würde ich sagen, bauen wir als nächstes dann mal die Schwebebahn. Da habe ich richtig Bock drauf, auf die Schwebebahn. Forschungszentrum. Gebäudeupdates. Ausbrütungstempo. Stromupgrade. Erhöht die gesamte Stromproduktion um 18%. Weniger Kosten ist auch ganz geil. Und weniger Stromausfall. Machen wir weniger Stromausfall bei den ganzen. Okay, die schicken wir wieder los. Und die brüten wieder aus. Sogar der neue. Der neue Diener. Haben wir jetzt, was haben wir jetzt noch? Wir müssen noch ein Foto machen von Jagenden. So, und hier können wir freilassen, Leute. Neue Dinos. Aber wisst ihr was? Das machen wir in der nächsten Folge. Ha! Wieder schöner Cliffhanger. Tut mir leid, Leute, aber die Zeit ist rum. Gibt wieder sonst extra Länge Folgen. Ist auch kacke. Deswegen vielen, vielen Dank fürs Zusehen und schaltet auf jeden Fall zur nächsten wieder ein. Dann sehen wir nämlich neuen Dino. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.